Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und heute gibt es für euch den Lesemonat Mai. Vorab aber, wenn ihr ein bisschen mehr im Hintergrund hört als sonst, dann habe ich das extra gemacht. Und zwar ist der ganze Mai eigentlich von Regen begleitet gewesen, finde ich. Und deswegen fand ich es jetzt sehr passend, den Regen auch im Hintergrund vielleicht ein bisschen zu hören, der hier schon wieder runterkommt. Also es ist unfassbar. Irgendwie hört es nicht mehr auf, dass es gewittert, regnet und die Erde freut sich, ich mich nicht so. Der Lesemonat Mai hatte eine Challenge mal wieder, bei der ich mitgemacht habe. Eine Superbau-Challenge im Lesegarten. Wenn ihr da Bock drauf habt, meldet euch auch gerne an. Wir haben eigentlich jeden Monat oder manchmal auch alle 2 Monate neue Challenges, wo man dann ein bisschen inspiriert wird, zu was man denn als nächstes greifen soll. Und für den Mai war die Aufgabe, dass man im Wesentlichen im Vorhinein eine Abfrage ausgefüllt hat, rund um seinen Sub, sage ich jetzt mal, und hat dort auch 10 Titel genannt. Und diese 10 Titel pro Teilnehmerin wurden quasi in einer großen Übersicht festgehalten. Und man hat Sonderpunkte für alle Titel gekriegt, die man selber genannt hat. Das ging dann von 1 bis 10, also wurden unterschiedlich einsortiert sozusagen. Und außerdem konnte man auch diese Sonderpunkte auch von allen anderen lesen. Also wenn da jetzt jemand ein Buch genannt hat, was auch auf deinem eigenen Sub drauf ist, das du nicht genannt hast, dann konntest du quasi, 1 bis 10 Punkte eben dafür erhalten, wenn du es gelesen hast. Zusätzlich gab es nochmal, ich glaube, einen Sonderpunkt, wenn man den Titel aus demselben Team gelesen hat, aber den man nicht selber drauf gepackt hat, und 3 Sonderpunkte, wenn es auf wirklich der eigenen Subliste war. Hört sich jetzt total kompliziert an, war aber total einfach. In der Übersicht hat man alles Mögliche gesehen und konnte dann sich zusammensuchen, wie viele Punkte und Sonderpunkte und nochmal Sonderpunkte man dann kriegen konnte. Und so viel sei schon mal gespoilert, ich habe nur einen einzigen Titel aus dieser 10er-Subliste, die von mir wirklich stammte, auch erlöst. Das erste Buch, was ich im Mai beendet habe, war Ein mörderisches Spiel aus der Cold Case Academy-Reihe von Jennifer Lynn Barnes. Das ist im CBT-Verlag erschienen. Ich hatte die Bücherbüchse-Exklusivausgabe mit 266 Seiten aus 2023. Das war nicht auf der Subliste für die Monatschallenge drauf, deswegen habe ich keine Sonderpunkte bekommen. Ich habe es außerdem auch aus dem April mit rübergenommen und da haben in diesem Monat jetzt nur Bücher gegolten, die komplett im Mai gelesen oder gehört wurden. Und das war jetzt eine Vorbereitung auf eine Leserunde mit Ramona für Band 2. Den habe ich mich auch diesen Monat gelesen, kann ich schon mal spoilern. Und ja, ich hatte den Plan, im Mai möglichst viele Bücher, auch mal kurze Bücher vom Sub zu befreien und ja, gegen die Bücherflut aus dem April anzulesen. Deswegen habe ich jetzt quasi zum ersten Buch alleine gegriffen und das zweite Buch habe ich dann mit Ramona zusammen gelesen. Cassie ist noch minderjährig, aber sehr begabt im Menschenlesen und soll daher Profilerin beim FBI werden. Natürlich findet sie sich zwischen 2 Jungs wieder, da lässt Inheritance Games schön grüßen, die teilweise Luxusautos fahren. Ansonsten hat Cassie eingewilligt, weil ihre Mutter ermordet wurde oder verschwunden ist, und diese Vergangenheit holt Cassie auch dann jetzt ein. Bis zur Hälfte des Buches habe ich mich richtig schwer damit getan. Ich fand es so unrealistisch, dass Cassie ein Naturtalent im Profiling ist. Ihr Training besteht zum Beispiel darin, mit ihrer Ausbilderin und einem der Love Interests ins Einkaufszentrum zu gehen und Theorien zu wildfremden Menschen rauszuhauen, die aber nie validiert werden. Also wie gesagt, sie kann Menschen sehr gut lesen, deswegen soll sie jetzt Profilerin werden. So, und dann sind sie alle zusammen im Einkaufszentrum und die Ausbilderin fragt, ne, sag mir mal was zu der Frau, die da vorne sitzt. Ja, und dann sagt sie, ja, das ist eine Medizinstudentin, die ist in einer festen Beziehung und so weiter und so fort. Also sie haut halt ganz viele Sachen raus, die sie so denkt, die stimmen. Und dann geht aber keiner zu ihr rüber und fragt sie, ob diese Annahmen jetzt wirklich gestimmt haben. Ja, Menschenkenntnis bildet sich bei jedem mehr oder weniger gut aus und man kann da auch ein paar Schlüsse ziehen, die dann auch stimmen. Aber das kann auch echt nach hinten losgehen, ne? Also man stopft dadurch schnell Menschen in Schubladen oder verfällt in Vorurteile. Und da muss man schon ein bisschen aufpassen, finde ich auch. Und ich fand es, wie gesagt, auch unrealistisch, dass das alles angeblich 1:1 genauso stimmen soll, wie sie sich das da quasi als Jugendliche vor allen Dingen auch, die halt die Menschenkenntnis ja noch nicht so haben kann, einfach. Ja, dass das alles so stimmt. Und wie gesagt, es wird auch nie validiert. Insofern weiß man auch nicht, ob es wirklich, wirklich stimmt. Auch die Bewohner der Cold Case Academy wurden natürlich alle beschrieben, haben mich aber tatsächlich gar nicht so interessiert. Wie bei The Inheritance Games konnte ich zum Beispiel die beiden Jungs nicht auseinanderhalten, die um Cassie buhlen. Für mich wurde es erst gut, als es um einen Serienmörder ging, der später auch auf Cassie abgesehen hatte. Dadurch wurde es dann spannend und thrillermäßig. Insgesamt durchwachsen. Band 2 habe ich dann in dem Monat auch noch vom Sub erlöst. Und habe dann gesagt, okay, je nachdem, wie der mir gefällt, verzichte ich dann auf Band 3 und 4, die dieses Jahr auf Deutsch noch aufgelegt werden sollen. Als Sonderedition kaufe ich sie mir definitiv nicht. Da reicht mir auch Ausleihen oder ja, aus der Bibliothek, ob digital oder haptisch. Dieses Buch hat auf jeden Fall von mir 3 Sterne bekommen.
Das zweite Buch, was ich im Mai gelesen habe, ist Actually Yours aus der Thine Mess-Reihe von Tessa Bailey. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Romance Verlag mit einer Laufzeit von 12 Stunden und 7 Minuten und ist auch super frisch erschienen im Mai 2024. Gelesen von Isabel Jakob, die hat nur 3 Ergebnisse auf Audible. Ich fand aber, sie hat das echt gut gelesen. Und ihre Stimme war mir aus Band 1, der eins der 3 Ergebnisse ist, nicht mehr so geläufig, was auch echt gut war. Dieser zweite Teil der Reihe dreht sich nämlich um die Schwester von demjenigen, der im ersten Band eine Rolle gespielt hat. Der Band der Reihe hat mir auf jeden Fall auch besser gefallen als der Vorgänger, denn den empfand ich doch als ziemlich, ja, dürftig eine Handlung über den Pornoinhalt drüber geworfen. Insbesondere was den Konflikt der beiden ProtagonistInnen anging. Aber auch dieser Teil ist Erotik bis Porno, muss man ganz klar sagen. Nur mit einer besseren Geschichte drumherum, die auch ohne Sex vielleicht Sinn gemacht hätte. Dennoch glaube ich, dass ich von der Autorin in nächster Zeit erstmal eine Pause brauche, denn es ist schon teilweise sehr stumpf. Es geht hier um Natalie, Julian Foss' Schwester aus Teil 1, die nach einem Jobdebakel mittellos wieder bei ihrer Mutter einziehen musste. Um eine eigene Investmentfirma in New York eröffnen zu können, muss sie an ihren Treuhandfonds ran. Der ist aber an die Bedingung geknüpft, dass sie verheiratet und angestellt sein muss. August wiederum ist nach Napa gekommen, um den Weingut-Traum seines gefallenen Kameraden wahrzumachen. Aber alle hassen seinen richtig schlechten Wein. Um weitermachen zu können, bräuchte auch er Geld. Da die beiden sich schon auf einem Weinfest kennengelernt haben, auf denen die Funken geflogen sind und sie beinahe übereinander hergefallen wären, gehen sie einen Handel ein. Sie heiraten und Natalie wird auf August Weingut angestellt, damit sie beide an das Geld kommen. Doch verheiratet sein fühlt sich verdammt gut an und ihre sexuelle Anziehungskraft ist extrem hoch. Werden sie sich ihre Gefühle eingestehen? Die beiden hatten eine lustige Dynamik miteinander, haben sich angekeift, geneckt und Streiche gespielt. Ins Schlafzimmer haben wir sie circa 4-mal begleitet und manche Begrifflichkeiten haben mich innerlich sehr zusammenzucken lassen. Insgesamt aber gute Unterhaltung mit hohem Erotikanteil und von mir 4 Sterne. Und hier ist ein kleiner Ausschnitt für euch. Also, ich dachte, du wünschtest, du hättest mich vorhin im Bad geküsst. Eher würde ich einen laufenden Rasenmäher küssen. Sie merkte, dass sie wild mit den Händen gestikulierte und verschränkte sie vor ihrer Taille. Eigentlich dachte ich, du könntest meine Hilfe gebrauchen, er schnaubte, lehnte sich gegen den Wagen und verschränkte seine muskulösen Arme. Wie bitte? Natalie bemühte sich um eine gelassene Miene, auch wenn die Vorahnung der Ablehnung wie eine frisch geschärfte Machete über ihrem Kopf hing. Du hast erwähnt, dass die Bank dir den Kredit für dein Unternehmen verweigert hat. Für Selnick Seller. Aber wenn... Mit einem Mal wurde ihr bewusst, wie lächerlich ihre Idee war, aber sie hatte schon zu viel gesagt, um jetzt einfach aufzuhören. Wenn ich offiziell angestellt wäre und mit dir auf irgendeine Weise verbunden wäre, naja, dann wäre die Bewilligung für deinen Kredit fast sicher. Wie du bei zahlreichen Gelegenheiten nicht müde wurdest zu betonen, hat mein Nachname in dieser Branche viel Gewicht. Einige Augenblicke lang starrte er sie schweigend an. Ich warte auf die Pointe. Es gibt keine Pointe, du Trottel, ich will damit sagen... Sie fühlte sich, als hätte sie eine Handvoll Dreck verschluckt und ihr Magen begann Salty zu schlagen. Ich schlage vor, dass... Heilige Scheiße! August stieß sich von seinem Laster ab. Seine Arme sanken langsam nach unten. Vorhin... Du hast mir gesagt, Mami und Daddy würden das Geld aus deinem Treuhandfonds nicht freigeben, solange du nicht verheiratet bist. Sein Mund öffnete und schloss sich. Er fuhr sich durch das Haar. Du willst doch nicht etwa andeuten... In seinem Blick flackerte etwas auf, das sie nicht genau einordnen konnte. Du schlägst doch nicht vor, dass wir heiraten, oder? Als nächstes habe ich gegriffen zu Sorry, ich habe es nur für dich getan von Bianca Josivoni. Ist im Penguin Verlag erschienen mit 398 Seiten aus dem Jahr 2022. Und es war eine Leserunde mit einigen Personen aus dem Lesegarten, nämlich mit Ramona, Simone, Doreen und Steffi, weil es nämlich bei Simone auf dem Subzettel für Mai stand. Deswegen gab es hier jetzt 10 Sonderpunkte von Simone und einen weiteren dafür, dass es ein Titel von ihr als mein Teammitglied quasi war. Robin erfährt, dass ihr Ex-Freund Julian, von dem sie sich nach 2,5 Jahren Beziehung vor 1 Monat getrennt hat, verschwunden ist. Hat ihr bester Freund Cooper was damit zu tun, zu dem sie sich schon länger hingezogen fühlt? Und inwiefern kann sie sich selbst trauen, wo sie doch wieder mit dem Schlafwandeln angefangen hat? Durch die Leserunde waren wir ganz wild am Rätseln und Theorien aufwerfen, was mega Spaß gemacht hat mal wieder. Die Auflösung war okay, aber ich muss sagen, der mittlere Teil hat sich für mich total gezogen und sich sehr auf Robin und ihre Beziehung zu ihrem Ex und ihrem besten Freund Cooper konzentriert. Das hätte deutlich gestrafft werden können, sodass der Fokus dann auch mehr auf Thriller lag, an dem die Autorin sich ja ausprobieren wollte, anstatt eher so wieder auf Gefühle und Beziehungen.
Der Schreibstil selbst hat mir echt gut gefallen, aber es kam durch die Erzählgeschwindigkeit und den Fokus auf die romantischen Beziehungen kaum Spannung auf. Was ich gut fand, war das wichtige Thema, das Yossi Wonyi mit diesem Buch angesprochen hat, nämlich toxische Beziehungen und häusliche Gewalt und wie schleichend sie entstehen können. Insgesamt hat es mir aber nur so lala gefallen. Von mir 3 Sterne. Das nächste Buch war Hard Liquor, der Geschmack der Nacht aus der Food Universe-Reihe von Marie Grashoff. Eigentlich habe ich das von Lübbe bzw. Chest of Fandoms im Regal stehen mit 525 Seiten aus dem Jahr 2021. Hab's dann aber bei Libby gehört, über Lübbe Audio, mit knapp über 14 Stunden Laufzeit aus dem Jahr auch 2021. Gesprochen wurde das von Caroline Sophie Gübel, die hat 46 Ergebnisse auf Audible und eine recht dunkle, so ein bisschen taffe Stimme, was auch zur Protagonistin sehr gut gepasst hat. Und es hat sie auch echt gut gelesen. Momentan schleicht es sich total ein, dass ich von der Bibliothek ausgeliehene Bücher so wirklich auf den letzten Drücker höre. Dieses 14,5-stündige Hörbuch habe ich erst 6-7 Tage vor Abgabe begonnen zu hören. Offensichtlich brauche ich da manchmal den Druck der Abgabefrist im Nacken. Allerdings muss ich fairerweise sagen, dass ich es um 21 Tage verlängern konnte, weil niemand gewartet hat. Tycho, unsere Protagonistin des ersten Bands dieser 2024 vierteiligen Reihe, hat Superkräfte, wenn sie betrunken ist. Daher jobbt sie in einer New Yorker Bar und verprügelt danach die bösen Jungs auf offener Straße. Dass sie durch dieses Geheimnis keine Beziehung eingehen kann und außer ihrem besten Freund Logan, den sie schon aus Kindheitstagen kennt, niemanden hat und ziemlich einsam ist, überspielt sie tapfer. Genauso wie das Trauma, dass ihre Eltern ermordet wurden. Eines Tages bandelt die pansexuelle Tycho mit der geheimnisvollen Grayson an, die ihr Geheimnis zu kennen scheint. Doch kann Tycho Grayson und der Behörde, für die sie arbeitet, wirklich trauen? Was steckt hinter ihren übernatürlichen Kräften? Und warum findet sich Tycho auf einmal zwischen einer Sekte, die ihre Kräfte für sich beanspruchen möchte, und Graysons Organisation hin und her gerissen? Es war echt gut geschrieben und spannend erzählt. Durch Rückblenden in die Kindheit lernt man Tycho besser kennen und merkt direkt, dass hinter der griechischen Gemeinschaft, in der sie aufwächst, mehr stecken muss. Unübliche Religionen und belauschte Erwachsenengespräche machen den Hörer neugierig, was Mysteriöses dahinter steckt. Einen guten Zugang zu der Protagonistin habe ich aber leider trotzdem vergebens gesucht. Irgendwie war sie mir nie sonderlich, ja, nah oder sympathisch, obwohl das Buch, wie gesagt, gut geschrieben war. Aber ich habe einfach keinen Zugang gefunden und konnte daher nicht wirklich mitfiebern. Für mich plätscherte es leider deswegen ja so dahin. Ich bin mal gespannt, wie es mir bei den Folgebänden geht, bei denen wir nämlich andere ProtagonistInnen begleiten. Hierfür erstmal nur 3 Sterne, aber ich werde weiterlesen. Somit kommen wir dann zum zweiten Teil aus der Cold Case Academy-Reihe, und zwar Ein tödliches Rätsel von Jennifer Lynn Barnes habe ich als nächstes gelesen. Das ist wiederum aus der Bücherbüchse-Exklusivausgabe, aber eigentlich aus dem CBT-Verlag, mit 332 Seiten schon ein bisschen was dicker und aus dem Jahr 2023. Habe ich auch keine Sonderpunkte für bekommen, denn ich hatte das nicht mit angegeben. Und es war eine Leserunde mit Ramona, habe ich ja vorhin schon erzählt. Hier geht es wieder um Cassie, die jugendliche Profilerin, die bei der Cold Case Academy des FBI ausgebildet wird und die mit den anderen Jugendlichen dort nicht nur Cold Cases bearbeitet, sondern in diesem Fall einem Serienmörder, der den Modus operandi des Mördervaters von Dean, einem der anderen Jugendlichen dort, nachahmt. Und das ist halt einer auch der Jungs, zwischen denen Cassie sich hin und her gerissen fühlt. Man muss bei dieser Reihe wirklich sein erwachsenes Hirn ausschalten. Allein die Prämisse ist schon völlig an den Haaren herbeigezerrt. Cassie ist ja ein Naturtalent darin, Menschen zu lesen, also in Menschenkenntnis. Deswegen wird sie von ihrer Familie entfernt und vom FBI geschult. Ob ihr dadurch ein bezahlter Job beim FBI winkt, ist unklar. Kriegt sie noch normale Fächer beigebracht? Nein. Spielt ihre Familie noch irgendeine Rolle? Kommt mal zu Besuch oder sie fährt hin? Nö. Also wenn man das schafft, das auszustellen und sich keine Gedanken weiter drüber zu machen, nervt aber leider trotzdem noch die Dreiecksbeziehung, beziehungsweise dass Cassie sich einfach nicht zwischen den beiden Jungs entscheiden kann. Sobald die Fälle im Vordergrund stehen, macht Spaß und wird spannend. Das war hier aber erst im letzten Fünftel der Fall, was mir für ein gelungenes Buch aber auch einfach zu wenig und zu spät ist. Den Großteil des Buchs fand ich leider langweilig und an den Haaren herbeigezogen. Immerhin lag ich teilweise mit meiner Vermutung, wer der Mörder ist, richtig. Band 3 und 4 werden ja wie gesagt dieses Jahr noch in Deutschland erscheinen. Das ist ja eigentlich die Reihe, die die Autorin vor The Inheritance Games geschrieben hat. Aber so richtig Interesse habe ich daran nicht. Also ich würde sie mir höchstens mal aus der Bibliothek ausleihen, aber kaufen definitiv nicht. Und dieses Buch kriegt von mir auch tatsächlich nur 1 Stern. Kommen wir vom Flop des Monats zum Top des Monats. Once Upon a Broken Heart von Stephanie Garber habe ich als Bücherbüchse Sonderausgabe mit einem wunderschönen Farbschnitt und auch sonst ist es einfach richtig, richtig schön aufgemacht. Ursprünglich mal bei CBJ erschienen und hat 476 Seiten aus dem Jahr 2023. Es ist außerdem ein Titel von 12 für 2024 von der Liste und ich habe das Ganze in einer Leserunde mit Becker zusammengelesen. Ich habe dafür 5 Sonderpunkte bekommen, weil jemand anders es auf seiner Subliste hatte, der allerdings nicht in meinem Team war. Es war einfach so zauberhaft.
magisch, mit Augenzwinkern, total süß. Es hat mir echt richtig gut gefallen und dann habe ich davon noch so eine schöne Ausgabe. Ich freue mich richtig, dass es in meinem Regal einen dauerhaften Platz einnehmen darf. Es geht um Evangeline Fox, deren Mutter aus dem fantastischen Norden kommt, wo die Sagen und Märchen mit Magie ihren Ursprung haben. Leider sind sowohl ihre geliebte Mutter als auch ihr geliebter Vater mittlerweile tot und Evangeline lebt mit ihrer bösen Stiefmutter. Ja, ich weiß, blödes Klischee, das ich auch echt nicht gut finde, aber das Buch hatte etwas Märchenhaftes und da musste das wahrscheinlich sein. Und mit ihrer Stiefschwester zusammen im magielosen Süden. Evangeline liebt Luke und ist mit ihm zusammen, denkt sie zumindest. Als ihre Stiefmutter davon Wind bekommt, steht auf einmal die Hochzeit mit Marisol, ihrer Stiefschwester, und Luke ins Haus. In ihrer Verzweiflung wendet sich Evangeline an den charismatischen Jax, den Prinz der Herzen, eine sogenannte Schicksalsmacht, die Hochzeit verhindern soll. Obwohl man sich mit seinesgleichen lieber nicht einlassen sollte. Im Gegenzug schuldet sie ihm 3 Küsse, deren Empfänger und Zeitpunkt Jax bestimmt. Das kann ja nur schiefgehen. Ab da wird die Handlung wild, fantasievoll, eine echte Gedankenreise. Wenn man sich darauf einlässt, erlebt man eine tolle Romantasy, die ihrem Namen auch treu bleibt und eine wirklich gute Mischung aus Fantasy und Romantik ist. Auch wenn das Ende ein wenig schwächer für mich als der Anfang war, der mich total gecatcht hat, hat es mir unglaublich gut gefallen. Ich freue mich auf die Fortsetzung, die bei mir wegen Versandsparen bei der Bücherbüchse erst im Oktober eintrudeln wird. Bis dahin erstmal von mir für den ersten Band 5 Sterne. Dann bin ich eines Wochenendes spazieren gegangen bis zur nächstgelegenen Bibliothek. Dies ist die in Farmsen, wobei ist nicht die allernächste, aber die nächstgrößere sozusagen. Habe ich einen schönen Spaziergang gemacht, habe mir einen schönen Bubble Tea geholt und gestöbert. Und dabei habe ich Heartstopper Band 2 bis 4 gefunden. Und nachher Band 5 habe ich auch nochmal separat in einer anderen Bibliothek ausgeliehen von Alice Oseman und habe die alle 4 gelesen, also Band 2 bis 5 von Heartstopper von Alice Oseman diesen Monat gelesen. Das sind Comics, die im Graphics Löwe Verlag erschienen sind. Alle bis auf Band 5 sind aus 2022, Band 5 ist 2023 erschienen. Der Band 2 hatte 304 Seiten, Band 3 384 Seiten, Band 4 376 Seiten und Band 5 328 Seiten, weswegen ich insgesamt auch diesen Monat echt eine Menge Seiten zusammenbekommen habe. Aber die gehen natürlich, verfliegen natürlich super schnell. Ist dann vielleicht ein bisschen getürkt, die Monatsstatistik, wenn man dann nachher mal guckt, aber macht ja nichts. Das hier ist eine tolle Comicreihe über Nick und Charlie, die ihre erste große Liebe miteinander finden. Auch wenn immer wieder wichtige und harte Themen wie Queerfeindlichkeit, Essstörungen und weiteres angesprochen werden, sind die Comics doch, finde ich, sehr cozy. Nick und Charlie haben tolle Freunde und besonders in Charlies Fall und Familien, die sie nicht ablehnen. Und es gibt sehr wenige Personen, die was zu meckern haben über die Art und Weise, wie sie leben, wie sie lieben und so weiter und so fort. Also es wendet sich alles eigentlich immer auch zum Guten. Somit wird hier, finde ich, einen Safe Space geschaffen, auch für LeserInnen, die vielleicht gerade noch in der Findungsphase ihrer Sexualität und Identität sind. Und das finde ich richtig toll. Und die Liebesgeschichte zwischen Nick und Charlie ist auch einfach zuckersüß, mega niedlich. Zu Band 2 habe ich mir gar nicht genau was aufgeschrieben, aber in Band 3 geht es auf Klassenfahrt und Nick und Charlie outen sich vor ihren Klassenkameraden als Paar. Im abschließenden Brief der Autorin steht, dass man Nick und Charlie und einige ihrer Freunde hier näher kennenlernt. Ich fand aber eher, dass ohne Ende verkuppelt wird. Als dann auch noch die Lehrer miteinander anwandelten, war es mir irgendwann echt zu viel. Charakterlich haben wir jetzt nicht so viel Neues erfahren, fand ich. Ich wurde trotzdem gut unterhalten, aber der Band war für mich ein bisschen schwächer als Band 2. Dem Band 2 hatte ich 4 Sterne gegeben, der war jetzt für mich 3 Sterne. In Band 4 geht es darum, die magischen 3 Worte zu sagen und sich gegenseitig seine Liebe zu gestehen und um psychische Erkrankungen und eine Essstörung und wie man sie behandeln kann, sowie dass Liebe alleine dafür nicht reicht. Das hat er auch wieder 4 Sterne bekommen und in Band 5 drehte sich dann alles rund um das erste Mal und Fernbeziehungen, weil Nick ja im Jahrgang über Charlie ist und sich für eine Uni entscheiden soll. Und was soll ich sagen, es war wieder wirklich süß und hochrelevant für Jugendliche, ob queer oder nicht, habe ich auch 4 Sterne gegeben. Und es gibt auch noch einen 6. Band, obwohl die Reihe ursprünglich mit Band 5 hätte abgeschlossen sein sollen. Der ist aber noch nicht auf Deutsch erschienen. Das nächste Hörbuch, was ich gehört habe, war Funny Story von Emily Henry. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag mit einer Laufzeit von 13 Stunden und 45 Minuten und ist ebenfalls frisch im Mai 2024 erschienen. Gelesen wurde es wieder von der genialen Christiane Marx. Die hat 282 Ergebnisse auf Audible, ist super umtriebig und sie hat es wie immer super gelesen. Ich bin ein großer Fan von ihr. Bibliothekarin Daphne, nicht mein liebster Name für eine Protagonistin, da muss ich immer an einen pinken Pudel denken, steht vor einem Scherbenhaufen. Kurz vor ihrer Hochzeit überlegt sich ihr Verlobter Peter, mit seiner besten Freundin Petra durchzubrennen. Daphne hat 2 Wochen Zeit, ihre Sachen zu packen und auszuziehen, da Peter das Haus gehört. Spontan zieht Daphne zu Miles, Petras verlassenem Ex. Womit sie nicht gerechnet hätte, Miles ist nicht der kiffende Versagertyp, wie Peter ihn immer gerne hingestellt hat, sondern ein von Herzen netter und humorvoller Mann, der auch noch echt gut aussieht. Gemeinsam ziehen sie sich an ihrem eigenen Schopf aus dem Sumpf der Trauer und lernen
lernen ihre Wahlheimat nochmal ganz neu kennen. Vielleicht können sie sich ja auch anderweitig trösten. Emily Henrys Romcoms sind manchmal echt schwermütig und lassen eine gewisse Leichtigkeit vermissen, besonders wenn sie sich auf die Fahne geschrieben hat, tiefgründige Themen zu behandeln. Dieses Buch ist nicht so. Wer ein allumfassendes, aber nicht überkitschiges oder unrealistisches Happy End möchte, ist hier genau richtig. Trotzdem ist das Buch nicht flach. Es werden viele Beziehungsprobleme angesprochen und konstruktiv an ihnen gearbeitet, zum Beispiel ein abwesender Vater, wie schwierig es ist, in einer neuen Stadt Freunde zu finden, das sich verbiegen für eine Beziehung, aber auch, mit wem man noch befreundet bleibt, wenn ein befreundetes Pärchen sich trennt und man immer nur zu viert unterwegs war. Ich mochte den Humor in diesem Buch außerdem super gerne. Es war mal wieder so ein richtig typischer, trockener Emily Henry-Humor mit ganz viel Situationskomik und so Insider-Witzen, die sich aber auch für den Leser dann nach und nach erschließen oder mit dem Leser zusammen entstehen sozusagen. Es war einfach locker leicht, mit sympathischen und vielschichtigen Charakteren und offener Tür. Es hat mir sehr gut gefallen. Von mir gibt es 4 Sterne. Und hier ist ein kleiner Ausschnitt für euch. Wir wissen, wie hart das alles für dich sein muss, fährt er fort. Und schon ist er wieder dieser andere Peter. Der, den ich hasse. Und ich, mir gefällt die Vorstellung nicht, dass du da ganz allein... Als wäre das alles nicht entwürdigend genug, hat er mich auch noch angerufen, um sicherzugehen, dass ich weiß, dass er mich bemitleidet. Plötzlich sehe ich rot. Ich werde aber nicht allein dort sein. Ich meine natürlich ohne ein Date, erklärt er vollkommen unnötigerweise. Ich weiß. Ich bringe meinen Freund mit. Schon als ich ausgesprochen habe, kreischt eine Stimme in meinem Kopf: Was tust du da? Ich schaue aus dem Fenster und schreie lautlos, wobei eine Hand meine Wange herunterzieht. Ich frage mich, ob genau so eine Situation wohl Edward Munchs Der Schrei inspiriert hat. Dein Freund? Peters Stimme klingt ungläubig. Nein, sagt mein Hirn. Ja, sagt mein Mund. Aber du hast gar keine Begleitperson angegeben. Das musste ich nicht. Er hat ja seine eigene Einladung. Das beredte Schweigen, das folgt, sagt mir, dass jetzt Peter die mathematischen Gleichungen zu lösen versucht, nur dass er dafür das richtige Hirn hat. Du meinst doch wohl nicht... Seine Stimme klingt erst zweifelnd, dann vollkommen ungläubig. Du bist mit Miles zusammen? Nein, 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 schreit die Stimme in meinem Kopf. Jawohl, zwitschert mein Mund. Als nächstes habe ich zu was gegriffen, was man vielleicht eher so in der Halloween-Zeit, in der düsteren Jahreszeit lesen kann. Und zwar Gallant von V.E. Schwab aus dem S. Fischer Thor Verlag. Ich habe aber die Bücherbüchse Sonderausgabe hier von 2023 mit 349 Seiten. Und das war noch eine Leserunde mit Becker. Und ich habe dazu außerdem noch eine alte, sage ich jetzt einfach mal, Rido-Leserunde nachträglich gelesen vom Podcast Seitensprung. Die hatten dazu bei Rido, wie gesagt, sich gegenseitig ausgetauscht mit ganz vielen Personen und das habe ich mir nachträglich auch durchgelesen. Hierfür habe ich 4 Sonderpunkte bekommen. Wer jemand aus einem anderen Team ist, den hatte bei 4 Sonderpunkten. Und wie gesagt, es wäre das perfekte Buch für Halloween gewesen, aber auch so fand ich es echt gruselig. Olivia ist ein Waisenkind ohne Familie, denkt sie. Von ihrer Mutter hat sie nur ein altes, kryptisches Tagebuch, in dem ihre Mutter scheinbar von Seite zu Seite mehr den Verstand verliert. Olivia ist außerdem stumm und kann Ghule bzw. Geister sehen, ein Erbe ihres Vaters, bis eines Tages ein Brief ihres Onkels eintrifft und sie zurückkehrt zum Anwesen ihrer Familie. Gallant, der Ort, vor dem ihre Mutter sie in ihrem letzten Tagebucheintrag gewarnt hat. Vor Ort stößt sie durch ihren Cousin Matthew auf Ablehnung, wird aber von der Haushälterin Hannah und ihrem Mann Edgar herzlich willkommen geheißen. Doch was hat es mit Gallant auf sich? Woher kommt die angespannte Stimmung im Haus und warum soll Olivia sich von der Mauer im Garten fernhalten? Es war super atmosphärisch, toll geschrieben und sehr gruselig, auch wenn einige Fragen zum Ende hin offen geblieben sind und handlungstechnisch eigentlich auch kaum was passiert ist, war es doch ein tolles Buch, in dem man sich für 2 Tage so richtig verlieren konnte. Von mir hierfür 4 Sterne. Der letzte Titel für diesen Monat, den ich gelesen habe, war Taras Augen von Katharina Bendixen, ist im Mixed Vision Verlag erschienen, 2022 bereits und hat 381 Seiten. Und außerdem war es für mich ein Subsenior, der tatsächlich 10 Sonderpunkte plus 3 Sonderpunkte gebracht hat, weil er nämlich auf meiner eigenen Liste stand und zwar auf der 10 Sonderpunkte Stelle. Und es ist darauf gelandet, weil ich zum Zeitpunkt der Abfrage von dieser Subliste gar keine Lust darauf hatte, es zu lesen. Auch eigentlich fies, ne? Dass das, was wo man am wenigsten Lust drauf hat, landet auf der 10 für 10 Sonderpunkte. Ja, aber nach einer Abstimmung auf Instagram, was ich über das lange Pfingstwochenende lesen sollte, musste ich dann quasi doppelt dazu greifen, denn da wurde es auch gewählt. Wir folgen hier Tara und Alun, Teenager in einem dystopischen Setting. Tara hat Leistungsschwimmen als Hobby, Alun zeichnet gerne. Die beiden fühlten sich voneinander angezogen, bis Alun einen großen Fehler gemacht hat und die aufkeimende Beziehung dadurch im Keim erstickt wurde.
All das rückt jedoch in den Hintergrund, als eines Tages die nahegelegene Factory 11 explodiert und die Gegend verseucht. Alouns Familie, gut situiert, kann es sich leisten, in einer nahegelegenen Stadt zu bleiben, die außerhalb des verseuchten Radius liegt. Alun knappt aber immer noch an seinem Fehler herum und versucht, ihn wieder gut zu machen und ein Zeichen zu setzen, indem er seine Kunst auf Fliesen malt und sie überall in der streng bewachten Stadt als Street Art an die Wände bringt. Wird er erwischt? Taras Familie wiederum kehrt direkt zurück in ihre alte Stadt, nachdem die Regierung die Grenzwerte als okay deklariert hat. Damit sind sie allerdings in der Minderheit. Es gibt keinen Lehrer mehr, also vertreibt Tara sich mit Schwimmen im See und Treffen mit anderen zurückgekehrten Jugendlichen die Zeit, bis sie mehr und mehr Probleme mit ihren Augen kriegt. Hatten die Behörden doch nicht recht, als sie die chemischen Grenzwerte runtersetzten und die verseuchte Zone als bewohnbar deklarierte? Es war echt gut geschrieben, trotzdem wusste ich ganz lange nicht, was ich davon halten soll und wie ich es eigentlich finde. Es ist ein interessantes Gedankenspiel rund um einen Chemieunfall bzw. eine Umweltkatastrophe und wie sich das auf die Leben der Anwohner auswirkt. Außerdem ist ein großer Fokus auf Künstler und die Art, wie sie ihre Werke schaffen, gerichtet und wie bedeutungsvoll Kunst ist, auch wenn es nicht direkt so scheint. Es ging um vertuschende Unternehmen und um Menschen, die alles für den Widerstand riskieren. Was mich sehr durcheinander gebracht hat, war die riesige Fülle an Namen, die innerhalb kürzester Zeit auf einen einprasseln. Es sind wahnsinnig viele Nebencharaktere, Städte, bekannte Persönlichkeiten und so weiter, die genannt werden. Da hilft auch der Anhang mit Glossar nur bedingt. Die Charaktere waren alle in unterschiedlichen Graden schön ambivalent und nicht schwarz oder weiß. Insgesamt hat es mir echt gut gefallen. Ich würde es ein anspruchsvolles Jugendbuch nennen, von dem ich auch nachvollziehen kann, warum es im Unterricht durchgenommen wird. Würde sich sicherlich gut auch für eine Buchclub-Diskussion eignen. Auch wirklich mal was anderes. Von mir hierfür 4 Sterne. Insgesamt habe ich somit 5288 Seiten und Minuten gelesen oder gehört im Monat Mai. Das waren 13 Titel, 10 Bücher, 3 Hörbücher und kein E-Book. Von meinen Lesevorhaben habe ich einen Titel aus 12 für 2024 gelesen, das war Once Upon a Broken Heart. Ich habe keine Reihe weitergelesen und ich habe einen Sub-Senior gelesen, nämlich Taras Augen. Meine aktuelle Subhöhe, Trommelwirbel, beträgt bei den Büchern 154 ungelesen Bücher. Das sind insgesamt -4 im Vergleich zum Vormonat. Ich habe nämlich insgesamt 11 gelesen, 10 davon waren wirklich auch gelesen und eins als Hörbuch erlöst, nämlich Hardlicker. Eingezogen sind aber 7. 4 habe ich temporär aus der Bibliothek ausgeliehen und alle auch direkt gelesen. Das waren jetzt Hardstopper Nummer 2, 3, 4 und 5. Dann hatte ich eine Vorbestellung aus der Bücherbüchse, die angekommen ist. Darin enthalten waren Lovelight Farms Sommerleuchten von B.K. Borison und Defiant Jenseits der Sterne von Brandon Sanderson. Und von Chester Fandoms ist auch eine Vorbestellung angekommen, und zwar Foxglove von Adeline Grace. Bei den Hörbüchern sind es 69 ungehörte Hörbücher. Das sind insgesamt 1 weniger als im Vormonat. Ich habe nämlich 3 insgesamt gehört. Eins davon war ja vom Buchsub eigentlich, Hardlicker. Und ich habe insgesamt 2 hinzubekommen diesen Monat. Eins war Hardlicker, was ich temporär aus der Bücherei ausgeliehen habe. Und ein weiteres habe ich auch spontan aus der Bibliothek ausgeliehen. Und zwar eine Frage der Chemie von Bonnie Garmus. Bei den E-Books habe ich insgesamt 1 drauf bekommen, nämlich ein Rezensionsexemplar namens Good Guy or Bad Boy, Du hast die Wahl von Maggie Fox. Das werde ich auch im Juni direkt lesen und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Somit habe ich dort insgesamt 95 ungelesene E-Books. Insgesamt habe ich somit 318 ungelesene Titel. Das sind 4 weniger als im Vormonat und das liegt quasi an den Büchern. Denn bei den Hörbüchern und E-Books ist quasi bei dem einen -1, bei dem anderen +1 und somit gleichen die sich quasi gegenseitig aus. Das war's von mir mal wieder für diesen Monat. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buchpodcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.